Willkommen zurück im virtuellen Saal 1 bei den Grazer Linux-Tagen 2021. Die, die neu zugestiegen sind, es gibt auf unserer Homepage einen Link zu unserem IRC-Chat-System, wo ihr auch während des Vortrags schon Fragen schreiben könnt. Ich lese die dann am Ende des Vortrags vor, damit wir die dann mit dem Vortrag zusammen klären können. Unser nächster Vortrag ist ein super spannendes Thema. Zwei Faktoren, Authentifizierung für unsere eigenen Server, für unsere eigenen Logins. Etwas, was wir natürlich alle schon kennen von großen Diensten wie Google und so weiter, aber natürlich etwas, was wir gerne auch bei unseren eigenen Logins hätten, und unser Vortragender Florian Winkler wird uns jetzt dann sagen, wie wir das lösen werden. Florian, du bist dran. Jo, schönen Dank. Herzlich willkommen. Zwei Faktoren für einen sicheren Server heißt der Talk. Zum Thema kommen wir dann gleich. Erstmal möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Florian Winkler. Ich komme ursprünglich aus Berlin, wohne mittlerweile seit 2 Jahren in Braunschweig. Das aber nur am Rande. Linux mache ich so seit der Jahrtausendwende etwa, also gute 20 Jahre jetzt. Anfangs ja erstmal privat, wie wahrscheinlich die meisten von euch auch. Irgendwann dann aber auch beruflich. Die Entscheidung habe ich relativ früh getroffen, war dann auch schon einige Zeit als Trainer unterwegs, habe LPI-Vorbereitungskurse gegeben und bin dann 2014, also jetzt vor 7 Jahren, bei der B1 Systems gelandet. Bin übrigens auch über Community-Veranstaltungen wie Chemnitzer Linux-Tage, wie den Linux-Tag in Berlin, da in Kontakt gekommen und muss sagen, diese Community-Veranstaltungen sind immer wieder schön, leider in diesem Jahr nur online möglich, aber schön, dass es dann doch geklappt hat und der Talk dann dieses Jahr halt virtuell stattfinden kann, anstatt direkt in Graz, so wie es eigentlich geplant war für letztes Jahr. Meine Hauptthemen im Bereich Linux sind in den letzten Jahren eigentlich Ansible, also Konfigurationsmanagement, dann immer verstärkter auch die ganzen Containergeschichten. Kubernetes mache ich seit einiger Zeit sehr, sehr viel, aber auch eine alte Leidenschaft von mir und ein Thema, in dem ich beruflich auch immer noch viel unterwegs bin, ist die Security. Auch da biete ich für die B1 Workshops und Trainings an, unter anderem LPI-Prüfungsvorbereitungskurse im Linux-Hotel oder auch bei Heise für die EX-Workshops Linux-Server Herten. Der findet, glaube ich, im Mai wieder statt. Wenn da also Interesse ist an weiteren Themen, könnt ihr gerne auch mal reinschauen. Im Chat hier bin ich als Tinguin unterwegs, wer so nebenbei ein Auge drauf haben. Und wir können uns nach dem Talk auch gerne nochmal im Jitsi treffen, wenn Interesse ist. Aber ich würde sagen, stelle ich nochmal kurz meinen Arbeitgeber vor. Das ist die B1 Systems, gibt es mittlerweile seit 2004, hat sich von Anfang an auf Linux- und Open-Source-Themen spezialisiert. Wir machen letztendlich alles, was so rund um Linux-Infrastruktur angeht, also Linux im Datacenter. Aber es muss auch kein Datacenter sein, das kann auch der kleine Vereinsserver sein oder für irgendeine Stadtverwaltung. Wir haben also durchaus Kunden von ganz klein bis ganz groß, national wie auch international. Wir haben auch Kunden in Österreich übrigens als deutsches Unternehmen. Wir haben sogar Kollegen in Österreich zu sitzen. Wir sind mittlerweile über 140 Leute. Das ist in den 7 Jahren, die ich jetzt da bin, mehr als das Doppelte, wie ich angefangen habe. Da waren wir so 60 etwa. Jetzt sind wir, ja, wie gesagt, das Doppelte. Und falls jemand von euch einen Linux-Job sucht, wir stellen auch einen nach wie vor trotz Pandemie. Umziehen müsst ihr auch nicht. Ich wohne, wie gesagt, in Braunschweig und habe auch davor schon sehr, sehr viel aus dem Homeoffice gearbeitet. Mittlerweile haben wir Standorte in Rockolding, das ist unser Firmensitz, liegt an der Donau. Wir haben aber auch Offices in Köln, Berlin und Dresden. Hamburg kommt, ja, wenn die Pandemie vorbei ist, dann auch bald als weiterer Standort dazu. In Österreich haben wir noch keinen Standort, aber durchaus auch Kollegen zu sitzen. Und wir machen ja alles rund um Sorglospakete, rund um Linux-Infrastruktur, von der initialen Beratung über dann Consulting vor Ort oder remote. Wir machen Support, wir machen bis zu 24/7 Support, Managed Service. Also wir können auch die kompletten Umgebungen
managen, machen das unter anderem auch für die SAP, für verschiedene Autohersteller, für Fraport und ja, verschiedene Medienanstalten und so weiter. Und ein großes Standbein bei uns ist auch das Training. Das ist eine Sache, die mache ich selber sehr gerne und sehr viel. Ich bin also fast 50% als Trainer unterwegs und da halt, wie gesagt, auch vor allem in den Bereichen Security, Container und Automatisierung. Da sehen wir dann auf der nächsten Folie nochmal unser Cloud Wheel. Was wir so alles anbieten. Also wir sind da keineswegs beschränkt auf irgendeinen Hersteller. Wir machen das Debian, Ubuntu, Red Hat, Slash, was auch immer anfällt. Und dann halt, ja, wir sehen hier schon auch Monitoring sind bei uns Themen, Cloud, auch Storage mit Ceph, ich weiß nicht, ja, taucht hier auch unter auch auf unter Cloud Computing, Kubernetes mit Rancher, mit Red Hat OpenShift und was es da nicht so alles gibt. Und das soweit erstmal zur Einleitung. Und ich denke, ihr seid nicht hier, um was über die W1 zu lernen, sondern vor allem wegen den zwei Faktoren für einen sicheren Server. Ich habe mir da als Einstiegsbeispiel mal rausgesucht, wo ist denn so die erste Administrationsschnittstelle für so einen Server? Wenn ich über meinen Server irgendwelche Dienste bereitstellen möchte, administriere ich ihn hier üblicherweise per SSH und da möchte ich den Zugriff natürlich möglichst sicher gestalten. Und genau da steigt dieser Vortrag ein. In Chemnitzer Linux-Tage habe ich dieses Jahr dann schon den zweiten Teil für diesen Vortrag gehalten. Da ging es dann um die Absicherung von Web-Applikationen wie eine Nextcloud oder eine WordPress-Installation, wie ich da eine Zwei-Faktor-Authentisierung implementieren kann, ganz analog zu den großen Herstellern Google, GitHub und was es da nicht noch so alles gibt. Dieser Talk wird sich tatsächlich auf den SSH-Server konzentrieren und dort einen zweiten Faktor mit einbauen. Worum geht es also? Erstmal ein Server, der ist per Internet erreichbar oder halt auch im innerhalb meines Data Centers oder halt auch innerhalb meines Homeoffices bei mir zu Hause oder im Hackerspace, in der Luke oder wo auch immer. Und der soll halt gewisse Dienste bereitstellen, Web-Applikationen oder auch einen Mail-Server oder was auch immer ich da so zu laufen habe. Und ich administriere diesen Server per SSH. Das ist eigentlich so die gängigste Variante. Klar gibt es mittlerweile auch wieder brauchbare grafische Schnittstellen, die ich über Netzwerk erreichen kann, wenn ich da an Cockpit aus der Red Hat-Welt denke. Aber das ist doch eher eine Randerscheinung. Meistens administriert man Server, wenn nicht per Automatisierung, dann doch per SSH. Und das wird wahrscheinlich auch bei euch der Fall sein. Wir möchten also diesen SSH-Server absichern und für diesen eine Zwei-Faktor-Authentisierung einrichten. Und wie wir das machen? Ja, wir sehen hier schon die nächsten 45 Minuten. Jetzt habe ich schon fast 10 Minuten gequatscht. Wir haben also noch eine halbe Stunde Zeit, aber das reicht auf jeden Fall für die Folien. Eine Live-Demo kann ich euch danach gerne auch mal im Jitsi zeigen. Ich habe eine VM vorbereitet. Also wenn da Interesse ist, würde ich dann auf das Jitsi verweisen. Aber warum überhaupt wollen wir das machen? Naja, also ein Server hat natürlich viele Gefahren. In Chemnitz bin ich schon auf diese Folie aufmerksam gemacht worden. Böse Hacker, ja natürlich, wir Hacker sind ja eigentlich die Guten, weiß ich auch. Nicht umsonst habe ich hier einige Bändchen vom Kongress. Ist mir durchaus klar, aber in den Medien hört man ja doch immer wieder von den bösen Hackern und bösen Hackerangriffen. Ist also durchaus eine Gefahr, dass irgendwelche Leute mit bösen Absichten auf unseren Server kommen wollen. Häufig sind das auch einfach sogenannte Script-Kiddies, die dann sich aus irgendwelchen obskuren Internetquellen Angriffsskripte besorgen und damit einfach alle erreichbaren SSH-Server abklappern und schauen, ob sie auf das System draufkommen. Aber natürlich ist eine Gefahr auch immer jeder unsichere Dienst. Sprich, jeder öffentlich erreichbare Dienst, sei es ein Datenbankserver, sei es ein Webservice, sei es ein Mailserver, wenn der nicht sauber konfiguriert ist, bietet er natürlich ein Einfallstor. Und das betrifft natürlich auch unseren SSH-Server. Wenn der unsauber konfiguriert ist, dann kann auch der natürlich als erstes Einfallstor dienen. Und das möchte ich natürlich um alle Varianten verhindern.
automatisierte Scans helfen dann natürlich da mit unsichere Dienste oder unsichere Konfigurationen herauszufinden, zum Beispiel veraltete Versionen, die bekannte Sicherheitslücken haben oder auch einfach schlecht konfigurierte Dienste. Und eins der nach wie vor häufigsten Probleme ist einfach schwache Passwörter oder wiederverwendete Passwörter, ist natürlich eine Sache. Ja, früher hat man da Passwortrotation eingesetzt. Mittlerweile hat man erkannt, dass das nur zu noch schwächeren Passwörtern führt, beziehungsweise zu leichter erratenen Passwörtern. Deswegen hier der Hinweis am Rande: Nutzt für Passwörter bitte grundsätzlich einen Passwortmanager. Lasst euch automatisch sichere Passwörter generieren und merkt euch nur euer schönes langes Masterpasswort, sodass ihr dann auch tatsächlich überall unterschiedliche Passwörter verwenden könnt, ohne diese euch merken zu müssen. Es gibt natürlich noch eine ganze Menge andere Sachen, möchte ich jetzt nicht näher ausführen. Und was tun wir dagegen? Naja, erstmal schalten wir nicht benötigte Dienste ab, weil warum muss ich einen MySQL-Server beispielsweise haben, wenn ich den gar nicht nutze? Warum muss ich einen Webserver laufen lassen, wenn ich doch ganz andere Dienste auf meinem Server laufen lasse? Nicht nur den Dienst abschalten, besser ist es direkt, das ganze Paket zu deinstallieren. Dann kann der Dienst auch nicht mehr gestartet werden und in einer unsicheren Default-Konfiguration laufen. Natürlich nur benötigte Pakete installieren. Klassisches Beispiel hierfür ist, auf dem Server möchte ich zum Beispiel im Regelfall keinen C-Compiler laufen haben. Wenn wir da an Sudo-Geschichten denken oder an SUID-Bits, dann wissen wir auch ganz genau, warum wir auf dem Server möglichst keinen Compiler laufen haben möchten. Wir möchten insbesondere für Remote ein Root-Login verbieten, das dann, wir hatten ja vorhin, einige von euch waren sicher auch in dem Talk vom Slash gewesen und haben sich da ein bisschen was zu TCP-Dump und Wireshark angehört. Und da sollte dann auch relativ klar sein, dass wir möglichst kein Root-Passwort übers Netz verteilen möchten. Das kann immer irgendwie abgefangen werden. Und selbst wenn es verschlüsselt ist, wer weiß denn, ob die Verschlüsselung gut genug ist, dass nicht doch irgendwie in die falsche Hände geraten kann. Dementsprechend natürlich definitiv auch sichere Passwörter verwenden, die sich nicht eben durch Wörterbuchattacken oder ähnliche Mechanismen oder Brute-Force-Attacken knacken lassen. Oder aber wir setzen gar nicht erst auf Passwörter für den SSH-Server, sondern benutzen eine Zwei-Faktor-Authentisierung, indem wir SSH-Keys verwenden und als zweiten Faktor zusätzlich ein OTP-Token. Schauen wir uns aber erstmal mögliche Faktoren für so eine Zwei-Faktor-Authentisierung an. Faktoren können nämlich alles Mögliche sein. Erster möglicher Faktor ist natürlich mein ganz klassisches Passwort, die Kombination aus Benutzername und Passwort. Weitere Variante ist ein kryptografischer Schlüssel, ganz häufig benutzt der SSH-Key, aber auch Hardware-Token wie zum Beispiel YubiKey als bekanntesten Vertreter. Ich habe hier auch so ein Beutelchen, da sind verschiedenste, hier haben wir die Kamera, Security-Keys drin, da ist ein YubiKey drin, da ist ein Solo-Key drin, ein Nitro-Key und noch ein chinesischer No-Name-Key. Machen wir diesmal nicht. Ich würde dann, den Link kann ich gerne noch in den Chat pasten, auf meinen CLT-Talk aus diesem Jahr verweisen. Da habe ich mal den Einsatz von solchen Hardware-Tokens auch gezeigt. Wir bleiben aber hier bei generierten One-Time-Passwords und das Ganze über Software-Token generiert. Weitere Merkmale für so eine Zwei-Faktor-Authentisierung kann auch Biometrie sein, zum Beispiel mein Fingerabdruck, den ich auf dem ThinkPad oder MacBook nutzen kann, oder auch Geschichten wie Face-ID, wie Iris-Scans, wie Venen-Scans und all solche Sachen, die aber mehr oder weniger auch unsicher sind. Da würde ich dann auf die entsprechenden Talks vom Chaos Communication Congress und Co. verweisen, wo eigentlich sämtliche biometrischen Faktoren bereits geknackt wurden. Und weiteres Problem bei so einem Biometrie-Faktor ist einfach, ich kann das nicht mehr ändern. Sprich, wenn diese Information einmal in falsche Hände geraten ist, wenn mein Fingerabdruck beispielsweise einmal öffentlich geworden ist, wie man es
Einige von euch werden sich vielleicht an den Fingerabdruck vom Herrn Schäuble erinnern. Wenn der einmal öffentlich ist, ich kann den nicht mehr ändern. Sprich, dieser Faktor ist dann per se unsicher. Und bei heutiger Kameratechnik lässt sich tatsächlich so ein Fingerabdruck, aber auch tatsächlich so ein Gesicht oder so ein Iris sehr, sehr gut nachbilden. Oder auch ein weiterer Faktor natürlich, in dem Fall für den physischen Zugang, ein klassischer Schlüssel, den ich immer noch an meiner Haustür und Wohnungstür verwende. Oder auch in meiner Schublade, wo dann halt sensible Dokumente drin sind. Wir werden hier für unseren SSH-Server den Google Authenticator benutzen. Ja, Google hat dieses Projekt damals initiiert, ist allerdings komplett Open Source, heißt bloß noch Google, ist entsprechend auch sehr, sehr gut überprüft worden, enthält keine Backdoors, telefoniert nicht irgendwie mit irgendwelchen Google-Servern, wenn ich das einsetzen möchte. Kann ich also tatsächlich verwenden, ohne irgendwie Angst zu haben. Das GitHub-Repo findet sich, GitHub.com, Google, Google Authenticator. Könnt ihr, wenn ihr die entsprechenden Kenntnisse habt, euch auch den Code angucken. Gibt es aber wunderbar paketiert eigentlich auch für alle Distributionen und besteht aus mehreren Komponenten. Einmal habe ich das Kommandozeilentool, nennt sich tatsächlich auch Google Authenticator. Das benutze ich, um meine Authentisierungsinformationen erstmal initial zu generieren. Muss ich also für jeden User dann einzeln auch einrichten. Weitere Komponente ist das PAM-Modul. PAM steht für Pluggable Authentication Modules. Ist auf Linux-Systemen eigentlich der Standard, womit halt meine Authentisierung geschieht. Da sind dann die klassischen Module drin, wie zum Beispiel, um in den lokalen Passwortdatenbanken, sprich in der etc passwd, etc shadow nachzuschauen, Sachen für LDAP-Anbindung, Sachen aber auch zum Session-Management, aber dann halt auch das PAM-Modul für meinen Google Authenticator, den ich dann da verwenden kann. Dann gibt es noch meine OTP-Applikation dazu. Da kann ich dann in den Google Play Store gehen. Die Links dazu zeige ich euch aber auch gleich nochmal. Als erstes muss ich das Ganze installieren. Unter Debian mache ich das über das Paket libpam Google Authenticator. Unter Ubuntu heißt das Paket dann ebenfalls libpam Google Authenticator. OpenSUSE heißt das Paket dann leider etwas anders, Google Authenticator libpam. Und in der Red Hat-Welt, sprich für ein Fedora, heißt es dann einfach Google Authenticator. Dieses Paket wird, besteht aus mehreren Teilen, ist ein Metapaket, wird mir sowohl das PAM-Modul als auch das CLI-Tool installieren. Die App dann habe ich verschiedenste Varianten für OTP-Apps. Erstmal, weil wir halt beim Google Authenticator sind und das Modul heißt, habe ich das hier auch als erstes aufgeführt. Google Authenticator, die Applikation direkt aus dem Google Play Store. Ich selber benutze das nicht. Ich zeige euch gleich auch, welche App ich benutze. Für die iOS-Nutzer gibt es das auch als Applikation im iTunes oder aber auch in F-Droid. Das FreeOTP Plus, bitte benutzt FreeOTP Plus. FreeOTP wird schon eine ganze Zeit lang nicht mehr aktualisiert. FreeOTP Plus ist auch die Applikation, die ich verwende. Werde ich euch nachher auch in der Demo mal kurz zeigen, wie das Ganze funktioniert. Das ist dann letztendlich die Applikation, die ich brauche, um dann halt hier diese One-Time-Passwords zu generieren. Wie richte ich mir das Ganze dann auf dem Server ein? Als erstes für meinen Benutzer, der dann diesen zweiten Faktor benutzen soll, also sprich der User, der sich per SSH dann an dem Server administrativ anmelden soll, um dann halt tätig zu werden, der führt einfach mal auf der Kommandozeile den Befehl Google Authenticator aus und wird dann so ein paar Fragen gestellt bekommen, nämlich ob die Authentication Tokens zeitbasiert sein sollen oder ob die einfach seriell erzeugt werden sollen. Ich verwende hier die Variante der zeitbasierten Token.
Dann als nächstes möchte ich die Konfigurationsdatei dann updaten. Das möchte ich natürlich tun. Das kann ich auch tun, wenn ich zum Beispiel mir den QR-Code neu generieren lassen möchte, weil ich eine neue Applikation verwende oder ein neues Handy. Dann kann ich das einfach nochmal aufrufen und dann wird mir die Konfigurationsdatei auch aktualisiert. Und dann bekomme ich mehrere Sachen angezeigt. Ich bekomme einmal einen Secret Key angezeigt. Dann bekomme ich einen Verification Code. Den kann ich dann verwenden, um den in der App einzugeben händisch. Und dann wird mir diese App einen Eintrag generieren für meinen entsprechenden Server. Und den kann ich dann verwenden, um mir diese One-Time-Passwords zu generieren. Die Recovery Codes sind auch ganz wichtig, die bitte unbedingt notieren und sicher aufbewahren. Sollte nämlich euer Handy mal kaputt gehen und ihr kommt nicht mehr an die Applikation ran, dann kann es sein, dass ihr euch damit von diesem Server aussperrt. Das wollen wir natürlich nicht. Dann könnt ihr diese Recovery Codes verwenden, um einmalig einen Zugang zu generieren und dann eine neue Konfiguration zu erstellen. Weitere Variante, wenn ich zusätzlich das Paket QR-Encode installiert habe, wird mir auch direkt ein QR-Code angezeigt und auf der Kommandozeile auf Standard-Out ausgegeben, den ich dann mit der entsprechenden Applikation abfotografieren kann. Da wird mir dann auch automatisch ein neuer Eintrag generiert werden. Dann gibt es noch so ein paar weitere Fragen, die ich beantworten soll. Zum Beispiel, ob ich ein und dasselbe Token mehrfach verwenden möchte, beziehungsweise ob ich das verbieten möchte. Dann kann ich festlegen, wie lange so ein Token gültig ist und ob ich ein Rate Limiting anwenden möchte, sprich, ob ich nach 3 Login-Versuchen alle 30 Sekunden im Standard ausgesperrt werde. Als nächstes, das war jetzt soweit meine userspezifische Konfiguration. Um das Ganze jetzt auch effektiv nutzen zu können, muss ich noch 2 weitere Schritte machen. Als erstes muss ich mir PAM dementsprechend einrichten. Das sind meine Authentication Modules. Kann ich tatsächlich je nach Anwendungsfall unterscheiden. Das heißt, ich kann mir durchaus für unterschiedliche Login-Zwecke unterschiedliche Konfigurationen einrichten, sodass ich dann ganz andere Authentisierungsinformationen verwende, je nachdem, ob ich mich lokal anmelde, ob ich mich per SSH anmelde, ob ich mich an der grafischen Oberfläche anmelde, ob ich ein Sudo mache oder ein SU, das kann ich alles sehr schön feingranular unterscheiden, wofür ich welche Authentisierungsinformationen verwenden möchte. So kann ich zum Beispiel auch für einen lokalen Login dann zusätzlich halt so ein YubiKey verwenden, während ich für ein Remote Login halt auf meine OTP-App zurückgreife. Wir sehen hier dann nochmal die Beispiele. Ich habe sie gerade schon genannt. Einmal lokaler Konsolen-Login, dann mein Display-Manager, also das Login an der grafischen Oberfläche, SSH-Login, aber auch weitere Geschichten. Und hier sehen wir dann mal die Variante für etc. PAMD SSHD. Das heißt, das ist die Konfigurationsdatei, die ich verwende für den SSH-Daemon. Und da lege ich dann fest, dass ich bitteschön das Modul PAM Google Authenticator verwenden soll. Requisite verwende ich an der Stelle deshalb, damit User, die keine Authenticator-Einrichtung haben, dann ganz normal sich per SSH-Key bzw. Passwort auch anmelden können. Als nächstes muss ich dann noch den SSH-Server einrichten. Dazu verwende ich als erstes, falls noch nicht geschehen, SSH KeyGen, um mir erstmal einen kryptografischen SSH-Key zu erstellen. Und dann kann ich diesen SSH-Key als autorisierten Schlüssel auf meinen entfernten Server kopieren. Dazu benutze ich den Befehl SSH CopyID und dann User@Server
Also beispielsweise tux@mysuperduperwebserver.at oder .de, je nachdem, von wo ihr kommt. Und das wird dann entsprechend meinen öffentlichen SSH-Schlüssel in die .ssh Authorized Keys kopieren, sodass dieser Schlüssel dann als vertrauenswürdig und autorisiert gilt. Das ist erstmal die Variante, um halt meinen SSH-Key dem Server bekannt zu machen. Dann muss ich noch ein paar Einrichtungen in der SSH-SSHD-Config, also die Konfigurationsdatei für den SSH-Server, machen. Als erstes hat jetzt direkt mit dem Thema nichts zu tun, aber das ist eine Sache, die würde ich in jedem Fall empfehlen, Permit Root Login auf Node zu setzen, also erlaube kein Root Login von Remote, sondern erlaube nur das Login für unprivilegierte Nutzer. Die sollten dann entsprechend per sudo oder auch su die administrativen Tätigkeiten machen können. Und dann muss ich anschalten, das ist standardmäßig nicht aktiv, die Challenge Response Authentication. Die muss ich immer anschalten, wenn ich halt den Google Authenticator nutzen möchte. Und dann setze ich die Password Authentication auf No und gebe zwei Authentication Methods vor, nämlich einmal mein Public Key, das ist halt der öffentliche SSH-Schlüssel, den ich verwende, und zusätzlich Keyboard Interactive, das ist dann mein One-Time-Passwort, was ich eingebe. Ich habe auch die Möglichkeit, das tatsächlich pro User zu machen. Hier mal als Beispiel, ich habe meinen User Tux, das ist der User, mit dem ich selber administrativ mich auf dem Server anmelde. Der hat entsprechende Sudo-Rechte und mit dem benutze ich halt zur Administration meines Servers. Für den habe ich die Challenge Response Authentication angeschaltet, die Password Authentication abgeschaltet und benutze dann die beiden eben genannten Authentication Methods. Aber ich habe zusätzlich noch, weil ich diesen Server auch über Ansible manage, das heißt automatisiert, zu Ansible gab es ja heute auch schon 1, 2, 3 Talks. Falls ihr also da einen dedizierten Ansible-User habt, könnt ihr für den dann auch, weil das ist ja ein bisschen doof, wenn ich dann nachts einen Cronjob laufen habe, der dann meinetwegen Paketaktualisierung macht und ein paar Config-Dateien überwacht, wenn der dann nachts irgendwie mein One-Time-Token haben will. Dementsprechend habe ich für diesen User dann eine etwas andere Einrichtung. Nämlich schalte ich für den dann die Challenge Response Authentication ab und benutze als einzige Authentication Method eben den Public Key, den ich beim Ansible-Aufruf mitgeben kann, sodass die Automatisierung dann, wie eine Automatisierung auch funktionieren sollte, eben ohne entsprechende manuelle Intervention ablaufen kann. Als nächstes muss ich dann noch meinen SSH-Server neu starten, beziehungsweise neu laden zumindest. Hier bitte darauf achten, auf RPM-basierten Distributionen, OpenSUSE, Fedora heißt der Service SSHD. In der Debian-Welt heißt der Service nur SSH, hier also ein kleiner Unterschied. Den einmal neu starten. Und wenn ich mich dann auf dem Server anmelden möchte, ich gehe ssh-user@example.com, dann geschieht zuerst die Authentifizierung über meinen SSH-Key und als zweites werde ich dann gebeten, den entsprechenden Verification-Code einzugeben. Das ist ein 6- oder 7-stelliger Verification-Code, der mir entsprechend von dieser Applikation dann generiert wird. Den gebe ich ein und dann wird mir der Zutritt gestattet. Und jetzt wäre eigentlich die Demo-Zeit, dass ich das Ganze mal demonstriere, wurde mir leider hier von der Technik verboten. Dementsprechend, wenn da Interesse ist, würde ich gleich noch einen Jitsi-Raum aufmachen. Ansonsten würde ich dann jetzt mal kurz an den Moderator zurückgeben, ob denn im Chat irgendwelche Fragen dazu sind. Also jetzt ist die Zeit. Stellt mir Fragen, wollt ihr was wissen, habt ihr Anmerkungen, jetzt seid ihr dran und ich werde euch nach bestem Wissen und Gewissen darauf antworten.
Ich habe noch keine Frage gesehen, aber vielleicht tippen wir noch einige Leute gerade. Also warten auf jeden Fall. Von mir selber ist eigentlich jetzt, also was so eine Idee, nachdem das PAM ja auch beim Desktop-Login und so weiter benutzt ist, nehme ich mal an, das könnte man dort auch einbauen, oder? Selbstverständlich, selbstverständlich. Ja, das ist quasi, also klar, SSH für Service naheliegend, da will man ja auch, da hat man ja auch quasi eben ein ganz andere quasi, wie sagt man, der Attack Surface, ne, quasi also von Remote Logins, aber es wäre natürlich auch praktisch, speziell denke ich mal, bei mobilen Geräten wie Laptops, da quasi Zwei-Faktor-Authentifizierung zu haben. Absolut, absolut. Ich habe das bei meinem Laptop, den ich mitnehme zum Kunden, habe ich auch für mein grafisches Login zweiten Faktor eingerichtet, da allerdings dann nicht über OTP-App, sondern halt über mein YubiKey, der bei mir am Schlüsselbund hängt. Ah ja, genau, richtig. Auch ein Token-Möglichkeit, ja. Ja. Da kann ich dann gerne euch auch nochmal zu dem Thema, hat nämlich ein Kollege von mir, der Johannes, zwei Artikel bei uns im B1-Blog veröffentlicht, wie ich mit eben solchen U2F-Devices, also YubiKey, SoloKey etc. pp. Bei mir will der Chat nicht oder liegt das an mir? Ich sehe im Chat nämlich nichts weiter. Es war jetzt eine Frage, würdest du FreeOTP Plus über das AndoDB, also AndoDB empfehlen? Kann ich nicht sagen, ich benutze FreeOTP Plus aus dem F-Droid, ganz normal. Ich habe ein Handy, wo mittlerweile ein Lineage drauf ist, was standardmäßig keine Applikation gibt. Letztendlich seid ihr da aber relativ frei. Seht nur zu, dass ihr da bitte eine Open-Source-OTP-Applikation verwendet und sichert diese möglichst auch noch mit Android- oder iOS-Bordmitteln ab, dass die nicht jeder, der euer Handy in die Hand kriegt, dann auch diese Applikation benutzen soll, sondern richtet euch dafür nochmal eine extra PIN ein oder sichert die nochmal per Fingerabdruck oder wie auch immer, dass da halt nicht jemand, der euer Handy in die Hand bekommt, dann einfach diese Applikation benutzen kann und sich dann die Token generiert. Genau, es war jetzt noch eine Frage und zwar, wie ist eigentlich sichergestellt, dass sich der Google-Authentifikator nicht mit Google verbindet? Ich glaube, das hast du vorhin schon erzählt, eben weil der Code eben Open Source ist und da eben nachgesehen wurde. Ja, da wurde sehr, sehr oft nachgesehen und sonst wäre das Ganze auch nicht in sämtlichen Distributionen mittlerweile in den Standard-Repos als Paket vorhanden. Okay, aber jetzt schießt die Frage richtig rein. Kann man zwei Server mit derselben Initialisierung, also mit demselben Auscode machen? Zwei Server mit demselben Auscode? Ich weiß nicht genau, wie das gemeint ist. Du kannst theoretisch dieselbe Konfiguration auf mehreren Servern verwenden, indem du dir eben... Ich gehe jetzt mal zurück in den Folien. Wo haben wir sie? Die Home-User, also die Punkt Google Authenticator. Mhm. Das ist ja die Konfigurationsdatei für meinen Google Authenticator. Mhm. Die könnte ich mir natürlich auch auf einen weiteren Server kopieren und dann dieselbe benutzen. Würde ich allerdings davon abraten. Ich würde tatsächlich für jeden Server mir die einmal generieren. Dann sehe ich nämlich direkt auch in der Applikation, da habe ich dann auch so schöne Sachen, da sehe ich dann gerade bei solchen SSH-Geschichten immer User at Host, da sehe ich dann genau, für welchen Server das Ganze dann zu verwenden ist. Genau, man möchte ja auch unterschiedliche Keys haben, damit, falls ein geleakt ist, nicht quasi gleich mehrere Server offen sind. Ja. Richtig, also da würde ich es ähnlich zu sehen wie das Wiederbenutzen von Passwörtern, bitte für jeden Server eine eigene Konfiguration erstellen. Ja. Ja, ich glaube, das war's jetzt. Also ich sehe keine weitere Frage mehr. Aber wir haben noch Zeit, also wir können den Rücken noch ein bisschen mehr Zeit lassen, den Leuten. ich habe es auf jeden Fall sehr gut gefunden. Sehr spannendes Thema. Ja, wie du sagst, wir wissen alle, die Großen benutzen das aus bestimmten Grund. Und natürlich ist es immer gut, wenn man weiß, man kann das selber machen. Und ich war erstaunt, wie simpel das eigentlich ist. Also eben relativ zur normalen SSH-Konfiguration eigentlich kein großer Zusatzschritt.
Nö, ist es nicht. Also wer schon mal so eine SSHD-Config gesehen hat, sollte damit keine größeren Probleme haben bei den Distributionen. Sind die entsprechend auch sauber kommentiert, sodass ich dann tatsächlich nur noch minimal editieren muss? Ist keine große Sache eigentlich. Einen wichtigen Hinweis möchte ich euch da aber noch mitgeben. Behaltet, gerade wenn es ein Remote-Server ist, also an den ihr nicht physisch rankommt, meldet euch nicht ab, sondern behaltet definitiv erstmal eine offene SSH-Verbindung übrig, reloadet dann den SSH-Server und dann testet auf einer anderen Shell die Konfiguration, nicht, dass ihr euch dann versehentlich aussperrt. Ja, das ist ein guter Tipp. Also auf jeden Fall eine aktive Verbindung offen halten, sodass ihr dann halt die Konfiguration eventuell zurückdrehen könnt, falls es halt doch irgendwie ein Problem gibt. Ja, da merkt man, das ist ein Tipp aus der Praxis. Ja. Also ich frage noch jemand, wenn sich mehrere, also Personen für denselben Account anmelden können, dann haben die da alle müssen alle denselben QR-Code logischerweise noch benutzen auf ihrem jeweiligen Handy. Ja, richtig. Da kann ich dann aber auch den Verification Code einmal rumgeben. Den muss ich dann natürlich entsprechend sicher an die Kollegen übermitteln, dass die den einmal in ihre Applikation, also in ihre Smartphone-App dann eingeben können. Aber Sie können natürlich trotzdem eher Ihren eigenen SSH-Key haben, nicht? Quasi, weil das immer in zwei Stufen passiert. Der SSH-Key kann natürlich für jeden User ein anderer sein, muss dann natürlich für alle User per SSH-Copy-ID oder per manuellem Eintragen in der .SSH-Authorized-Keys des Zielbenutzers drin stehen. Aber das wäre jetzt also eine Möglichkeit, obwohl man quasi mehreren Leuten einen QR-Code gegeben hat, trotzdem gezielt einen User quasi rauszunehmen, den man dessen SSH-Key nicht mehr autorisiert hat. Ja. Ja, das war auch eine super coole Frage. Ja, gut. Wir haben noch 4 Minuten. Nachdem es jetzt gerade so gut gelaufen ist, warten wir noch ein bisschen. Gerne. Weißt du zufällig, seit wann es diese quasi Infrastruktur gibt, also speziell das PAM-Modul, wenn man ältere Distributionen hat, sozusagen, ist der bei Servern möglich, old stable? Lass mich lügen, ich schätze ähnlich lange wie Systemd, jetzt so grob geschätzt, ich kann es dir nicht sagen. Ich benutze es selber seit mehr als 4 Jahren. Ja, okay. Also ich nehme mal an, es macht ja auch Sinn, Server aktuell zu halten aus anderen Gründen, aber ich kenne das aus eigenem Umfeld und auch aus bekannten Umfeld, dass es halt hin und wieder manchmal nicht geht aufgrund von älterer Software, die für neue Distributionen nicht verfügbar ist, dann wird man manchmal gezwungen, ältere Sachen zu benutzen. Aber ich denke mal, ja, das wird schon einige Zeit schon. Also ich denke, es gibt seit mindestens 5 Jahren. Alles klar, cool. Ja. Ich würde mal sagen, dann schließen wir für jetzt. Super nochmal danke für den Vortrag. Sehr cool. Sehr gerne. Auch schon, dass du das quasi, wie du ja gesagt hast, wurde ja verschoben vom Vorjahr. Also quasi die haben mich gefreut, auch dass die Einreichung wieder gekommen ist. Ich habe mich auch gefreut. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr uns dann auch in Graz in Persona sehen können. Ich würde auf jeden Fall gerne mal kommen. Ich habe mich letztes Jahr schon gefreut. Wollte ich dieses Jahr wenigstens online dabei sein. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr klappt. Und dann bringe ich auch gerne wieder einen kleinen Vortrag mit. Ich habe mir schon ein Thema ausgesucht. Perfekt. Ja gut, dann schließen wir. Es geht dann bei uns jetzt hier in dem Kanal weiter mit moderner Lichttechnik, mit Open Source Software und Hardware. Danke nochmal. Tschüss und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschüss.